Mann zurück zu. Let's play. Mittelerde. Mach das Schatten nicht. DHL krabbelt jetzt, Talia. Bla bla, Test, okay, ist zu laut. Da, ja. Ich rede heute ein bisschen leiser als sonst, deswegen. Nicht wundern. Ich möchte das Spiel leiser stellen. Und wir machen wie auch im letzten Part weiter mit der Jagdgeschichte. Jagdkumpanen, Auftrag starten. Torvin wird dir noch viel mehr über die Bestienjagd beibringen, bevor du bereit bist, dich dem großen weißen Grauk zu stellen. Ich hoffe, meine Narben erschrecken dich nicht. Nein, im Gegenteil. Ich trage selbst ein paar. Sicher! Was für Narben kann man beim Schwarzen Tor schon bekommen? Splitter? Oder hat deine Stimme gelitten, als du deine Soldaten in die Schlacht schicktest? Sei vorsichtig. Meine Narben verlaufen äußerst tief. Der mächtige Krauk hat mir die hier verpasst. Außerdem hat er meinen Jagdgefährten erwischt. Also, was nun? Eine weitere Lektion für dich, Jungchen. Vielleicht kommst du diesmal ohne Narben davon. Also, welche Schwachsinnslektion planst du diesmal? Auf Krebein schießen als Vorbereitung für den mächtigen Grauk? Du willst Grauks jagen? So sei es. Aber nicht irgendeinen. Das ist ein seltenes Exemplar. Er sucht sich ein Revier und ist stark genug, um es zu verteidigen. Und du und ich, wir sind Eindringlinge. Sag, Jungchen, hast du je einen Grauk erlegt? Heute töte ich den ersten von vielen. Jetzt sprichst du wie ein Jäger. Mein Bauch sagt mir, dass du das hier überleben könntest, Jungchen. Da dein Bauch dein größtes Körperteil ist, könntest du recht haben. Du hast doch sicher einen Plan, um den Grauk zu bezwingen. Den habe ich, Jungchen. Und da du so gut Befehle befolgst, erkläre ich ihn dir Schritt für Schritt. Erster Schritt. Wenn er an einem Uruk naht, schleich dich an die Bestie ran und bring sein Fußgelenk zum Bluten. Warum nicht die Kehle? An einer Stelle sind die Grauks nicht mit stacheligen Schuppen übersät. Eine Schwachstelle wird nicht umsonst Graukferse genannt. Ich soll mich an die Bestie heranpirschen? Wenn du es kannst, ohne zermalmt zu werden, ja. Ist er? Was für ein prächtiges Exemplar! Das ein prächtiges Ende findet. Graubbluten lassen, ja. Jetzt haben wir die Fähigkeit Graubbluten lassen. Ist das eine Fähigkeit? Oh, Junge. Da ist er! Was für ein prächtiges Exemplar! Das ein prächtiges Ende findet. Ja. Gott, er hat einfach die Uruks schon getötet. Ich muss in die Ferse stechen, damit er blutet. Weiter Schritt, Jungchen! Das Blut lockt Aragorn an! Spring auf, bevor sie auf dich springen! Du bist nur so schnell wie der Grauk! Lass dich von ihm jagen! Ich erwarte dich! Das wird vielleicht ein Ritt.
Hi. Ohne Karagor bin ich zu langsam. Meiner. Das klingt recht einfach. Aufsetzen, Jungchen! Hey, du! Ich habe schon größere Grauchs erlebt. Da war ich noch ein Junge! Mein Partner... Schieß ihm in den Kopf! Schritt 4. Es gibt keinen vierten Schritt. Er sollte tot sein. Du musst es falsch gemacht haben. Ich befolge deine Befehle. Tja, das ist dein Problem. Denk selbstständig. Freigeschaltet, Graukjäger. Ich habe eine Idee. Schon ein bisschen spät, deswegen bin ich jetzt mal ein bisschen konzentrierter bei dem Park. Dein Leben endet durch den Stich meiner Klinge. Und ja, es ist schon ein bisschen ungewöhnlich, einen Grauk zu reiten. Etwas Improvisation schadet nie, was? Na gut, Jungchen, das war's. Du hast Instinkt, Köpfchen, Respekt. Das Training ist vorbei. Du hast Schneid. Und jetzt machen wir uns die Hände schmutzig. Ja. Ja, zack. Zusätzlich ist immer aufgeschlossen. Der Kriegsherr des Mordors scheint diesem Zwerg nichts auszumachen. Die sieben Ringe der Macht haben die Zwergenkönige nicht zu Geistern verwandelt, wie es die neun Ringe mit den Menschen taten. Sie sind unbeugsam wie Stein und können nicht durch das Böse beherrscht werden. Deshalb schwor Sauron, sie zu vernichten. Ja. Genau. Schwupp. Töte einen Schatten-Karagor. Ja, cool, ist bei dir ein Seher. Verbesserung, wir brauchen noch 4000 Fähigkeitspunkte, um die letzte Fähigkeit zu kaufen. Ja. Na dann. Das ist das Einzige, was uns die Story-Dinger hier momentan bringen werden. EP, also insofern. Cool, geschafft. Und eine Karagor! Meine Dinge!
wollte ich nicht, aber na gut. Passiert. Das ist ein Schattenkaragua. Ja, ist es. Töte eine Grünmatrone, okay. Wir haben 4820 noch übrig an Marianne. Na gut, der große weiße Grauk-Auftrag starten. Torvin ist bereit, sich seiner Vergangenheit zu stellen. Fragezeichen? Ein tödlicher Jäger braucht ein tödliches Reittier. Vorsicht! Ist bereit fürs Mittagessen. So kurz es auch sein mag. Du kennst sicher den Weg? Die wahre Frage ist. Bist du bereit, ihn zu gehen? Was auf der Jagd auch passiert, frage dich, was würde Torvin tun? Nimm es dir am besten gleich als Lektion fürs Leben zu Herzen. Ich hoffe, die Lektionen bleiben hängen. Sonst hängst du an der Wand, wenn dich der mächtige Grauk erwischt. Ich bin bereit, gegen den Grauk zu kämpfen. Und genau das wirst du tun. Kämpf. Ohne Kunst. Ohne Finesse. Bei der Jagd geht es nicht ums bloße Kämpfen. Sie ist etwas viel Größeres. Aus deiner Perspektive, Zwerg, ist alles größer. Ja, dieser Grauk ist äußerst groß. Oh, Moment. Du verspottest mich. Grauks sind eine der ältesten Spezies in Mordor. Und die bei weitem tödlichste. Die letzte Begegnung mit dem Grauk ist lange her. Hoffen wir, dass die Zeit an ihm mehr Spuren hinterlassen hat als an mir. Mein früherer Partner und ich verfolgten einmal einen Grauk vom Berg Dolmet nach Nogrod. Wir erlegten ihn endlich und steckten 2 Tage unter seinem Bein fest. Das waren noch Zeiten. Bei unserer letzten Begegnung folgte ich mit meinem Partner der Bestie in seine Höhle. Wie bist du entkommen? Glück! Der Grauk schlug mich bewusstlos. Als ich erwachte, hatte er meinen Partner erledigt. Allein gegen die Bestie zu kämpfen, war sein Todesurteil. Ich jage diesen Grauk schon seit fast einem Jahrzehnt. Das sind viele Jahre Hingabe für eine Bestie. Hingabe? Oder ein Zeichen, dass du besser redest, als du jagst? Sehr witzig, Jungchen. Ich lache, wenn dich die Bestien lebendig auffressen. Der mächtige Grauk wird mein Vermächtnis. Zwerge werden ewig Geschichten von Torvin dem Jäger erzählen. Und deinen Namen lasse ich sie vielleicht auch erwähnen. Ja, sehr nett. Mein Karago ist zu ruhig. Ich glaube nicht, dass der Grauk zu Hause ist. Dann gehen wir rein und warten. Ein Hinterhalt. Wie militärisch. Gefällt mir. Das ist eine Axt. Sie ist noch genauso scharf, wie mein Vater sie schmiedete. Thank you.
Ja. Cool, hi. Der Nauk ist gefallen. Geschichte wiederholt sich. Tun wir einfach, was Torben sagt. Regel Nummer 1. Ach, egal, wir improvisieren. Er ist zu stark. Ich muss ihn. Hab ich gemerkt, ich habe mir 4 Pfeile in die Fresse geschossen und er hat nicht mehr gezwinkert. Ein Schädeltreffer wird nicht verwirrt. Verstanden, so funktioniert das. Okay, zack. Ah, gut, die gar nicht ein. Er ist wohl tot. Das nenne ich mal eine Graukjagd. Ja, in der Tat. Nächstes Mal lasse ich dir nicht den ganzen Spaß. Oh nein, nein, nein. Das war das letzte Mal. Ich habe meine eigene Beute zu erlegen. Also wenn du Hilfe auf deiner Reise brauchst, was denkst du? Nein, danke, Torvin. Doch dies muss ich allein tun. Nun, falls du überlebst.
Such mich bei den blauen Bergen auf. Ich habe viele Freunde dort. Wir werden trinken, bis uns der Grog ausgeht. Ich weiß, wie viel Zwerge vertragen können. Ich hoffe sehr, dass wir uns wiedersehen. Warte. Wie bekomme ich dich jetzt hier raus? Hm? Da braucht Trauwin wohl mehr als einen Karagor. Willst du mir bei meiner Wache beistehen? Ich lasse doch meinen Ehemann nicht allein. Aber wenn du möchtest, kann ich den Karagor. Laden. Wie wir das nicht erleben. Ich hoffe, Thorfinn kann nach Hause zurückkehren, jetzt, da die Jagd vorüber ist. Wenn er zurückkehrt, wird er sein Zuhause nicht so vorfinden, wie er es zurückgelassen hat. Ja, damit würde ich sagen, der Part war zwar ein bisschen kürzer als sonst, aber naja. Kriege ich da EP? Nee, ich suche nach irgendwas, wo ich EP kriege. Kriege ich mal einfach Macht, ne? Ja. Keine EP, grauenvoll. Ja. Dann würde ich wirklich sagen, an dieser Stelle, das war's mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst eine Bewertung da. Möge die Macht mit euch sein. Und tschüss.